Mann muss dann die Handwerkssachen können und irgendwie mit einer Bohrmaschine umgehen können und immer stark sein, keine Gefühle zeigen und irgendwie alles schaffen und irgendwie auch so durchs Leben rennen und irgendwie einfach alles hinbekommen, nicht nach rechts und links gucken. Also ich glaube, es ist schon so tatsächlich auch ein richtiges Klischeebild so von einem Mann, was ich so als Kind dann auch hatte. Mir geht's ungefähr so wie den beiden Fischen, seit ich mich für diesen Film mit Männlichkeit beschäftige. Vieles davon ist so selbstverständlich und allgegenwärtig, dass man es kaum wahrnehmen kann. Um das besser zu verstehen, habe ich Geschichten und Erfahrungen von unterschiedlichen Menschen gesammelt. Ich habe Fachleute aus verschiedenen Bereichen zu ihrer Sicht der Dinge befragt und schließlich habe ich versucht, mit verschiedenen Männern darüber in ein Gespräch zu kommen, wie die Vorstellungen von Männlichkeit ihr Leben beeinflusst haben. Männerfreundschaften. Ja. Das ist ein Ding. Das Problem ist ja, ich glaube, das größte Problem bei solchen Sachen ist immer, dass dann alle denken, du bist schwul. Ja. Wo das ja auch wieder noch als Schimpfwort noch drin ist. Das kenne ich aus meiner Kindheit noch. Nur ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich wirklich ein Problem habe oder irgendwas erlebt habe, was ich jetzt gerade verarbeiten muss, dann rufe ich in der Regel meine Frau an. Dann erzähle ich ihr das. Ja, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Art, aber es funktioniert für mich. Und wen rufst du an, wenn du Probleme mit deiner Frau hast? Ja, die mache ich mit mir selber aus. Dadurch, dass ich mich eben femininer benommen habe als andere Jungs in dem Alter, kam auch sehr schnell dieser Gedanke, dass ich nichts wert bin, dass ich falsch bin und dass ich persönlich eigentlich gar keinen wirklichen Wert habe, da ich mich eben nicht so verhalte und benehme und nicht so denke wie andere Jungs in dem Alter. Zu Beginn meiner Jugend drehte sich alles darum, ein harter Typ zu sein, um Drogen und natürlich um Sex. Wie macht man das richtig mit Frauen? Wer hat schon? Ich habe aber auch gedacht, das Mobbing gehört dazu, zum Erwachsenwerden, um ein Mann zu werden. Wenn du Schwäche zeigst, bekommst du halt einen rein. Ich habe das schon als eine Art so Hackordnung wahrgenommen, wo man sich eben positionieren muss. Also was ich schon erlebt habe, war, dass so eine Selbstverständlichkeit, dass man einfach so sein kann, wie man ist, dass das ein bisschen gefehlt hat. Meine Daseinsberechtigung, mein Wert ist geknüpft an Erwartungen.